Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge, wo wir dann auch hoffentlich ins nächste Gebiet vordringen werden. Wobei ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, ob da noch ein Gebiet kommt oder nicht. Tut mir leid, aber ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Das war ist jetzt 8 Monate, glaube ich, jetzt her, dass ich jetzt das Spiel zu Ende gezockt habe. Und ja. Ich kann mich natürlich auch irren, für die, die unter euch die Torchlight durchgespielt haben. Tut mir doch mal. Nee, tut, müsst ihr mir nicht. Lass mal den weg. Halt, ich gucke kurz auf die Themen. Ich habe nur kurz das Licht angemacht. Ja. Das ist kein Thema fürs Let's Play. Jo, hier. Ah, kann ich auch schon wieder abstreichen. Jo, mir ist da gerade eins ins Auge geflogen. Nämlich, vor kurzem, kam ein grafischer Minecraft-Klon. Ich habe gesagt, grafischer Minecraft-Klon. Vom Spielprinzip, damit meine ich, vom Spielprinzip ist dieses Spiel komplett anders. Zum großen Teil. Es hat sich nur von der Grafik her, von manchen Spielelementen wie dem Crafting, ein Vorbild an Minecraft genommen. Dieses Spiel heißt Cube World. Dürften manchen von euch sicherlich bekannt sein. Cube World ist ein grafischer Minecraft-Klon, wie schon erwähnt, aber ist ein Rollenspiel. Minecraft ist ein Open-World-Survival-Game. Ja, seht ihr den Unterschied? Bei Cube World gibt's Dungeon. Bei Torchlight, bei Minecraft gibt es Höhlen, wo man reinlaufen muss. Das sind keine Dungeons. Jo, also ich habe Cube World ein bisschen angezockt. Mir fehlt da halt noch dieses ein bisschen dieses Tutorial, das Tutorial, das man bei manchen Spielen nicht braucht, aber bei Cube World definitiv braucht. Einfach so, weil ich nicht weiß, wo gibt's Quests, wo gibt's dieses, wo gibt's jenes. Deshalb habe ich mich damit nicht sehr auseinandergesetzt. Und ja, demnach, ich werde sicher vielleicht mich damit auseinandersetzen. Mit Cube World. Einfach so, um diesen Hype, der sich gerade durchbildet, verstehen zu können. Weil ich verstehe ja auch nicht den Hype um GTA demnach. Entweder bei mir ist das falsch gelaufen oder ja, oder ich habe einen ganz anderen Geschmack. Wie, ich darf einen ganz anderen Geschmack haben als ihr. Das Geschmack, ob ihr es was mögt oder nicht, dürft ihr selber entscheiden. Und wenn euch was nicht gefällt, dann sagt einfach dazu, du, nee, gefällt mir nicht, stehe ich dazu, aber auch darauf zwingen müsst ihr euch von niemandem etwas. Wenn ihr sagt, nee, mag ich nicht, will ich nicht, dann müsst ihr das auch nicht mögen und nicht wollen. Fällt mir nur an der Stelle ein. Jo, also demnach finde ich persönlich momentan noch Minecraft besser, einfach so, weil es für Minecraft ist. Minecraft ist viel ausgereifter. Hinter Minecraft sitzt jetzt ein professionelles Team. Hinter Cube World, wohlgemerkt, sitzt ein Zwei-Mann-Team, von dem
nur einer hauptberuflich das Spiel entwickelt. Es ist ein Ehepaar. Und es ist klar, dass ein Ehepaar, das auch Zeit für sich braucht, ja, kann vorkommen. Dass dieses Ehepaar, das auch teilweise Zeit für sich braucht, nicht nur in ihre gesamte Freizeit in die Entwicklung des Spiels steckt. Demnach, also ich glaube schon, dass es aus Cube World noch eine Menge rauszuholen ist. Und dass man das auch sicherlich, wenn man es in die Mischung, wenn die Mischung stimmt, dass man da noch eine ganze Menge rausholen wird und es extremst hypen wird. Zack, kurz weggenatzt und jetzt. Also Cube World schön und gut. Es spielt sich schön flüssig, finde ich. Es gibt jetzt nicht so zum Skillen. Finde ich jetzt so, was ich beim Anzocken gemerkt habe. Und es gibt jetzt auch nicht so, wo man sagt, so ja, das Tutorial fehlt. Also es ist meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift. Wird aber noch meiner Meinung nach, bin ich sehr überzeugt, mit der Zeit kommen. Einfach weil dann viel mehr Leute sagen, du, wir kaufen es dir für ein kleines Sümmchen, das sich dann mit 6 Nullen mindestens dahinter verbergen wird, schätzungsweise, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Und dann wird sich da ein professionelles Team dran setzen. Und dann werden da auch Updates gefahren und. Jo, und dann wird Cube World sicherlich richtig mega einschlagen. Noch stärker, als es ohnehin schon eingeschlagen ist. Bin ich der festen Überzeugung. Ja, hallo, nimm mal. Naja, komm, wir kommen nicht an diesen Heiltrank ran, leider. Obwohl wir in diesem Spiel viele Heiltränke brauchen werden, vor allem kurz vor Ortrak. Ich glaube, bei Ortrak habe ich das erste Mal, da habe ich allerdings auch leicht gespielt, 20 Heiltränke oder so gebraucht. Also wirklich eine ganz schöne Menge, und zwar von diesen Riesenheiltränken. Vor Ortrak habe ich mich nochmal echt ausgerüstet, was ich jetzt hier in diesem Let's Play auch machen werde. Ich werde mich vor Ortrak ausrüsten und mir zusätzlich Heiltränke kaufen. Jo. Also vor Ortrak, ich bin nicht nervös, weil ich da schon alles hatte und habe auch keine Angst vor dem. Aber ich bin schon echt gespannt drauf, mal wieder mit ihm ein Wiedersehen zu feiern. Ja, schön bei einem kalten Bier. Ich habe wenig Mana. Eine schöne kalte Bier und eine Stripperin. Ja, den wir den Abend dann schon ausklingen lassen. Mit einem kleinen Röntgen umgemetzelt. Eins bei einem schön klar angenehmen 1 gegen 1. Ganz klassisch. Wobei, ist es eigentlich noch ein 1 gegen 1? Spaß. Ich hasse diese kleinen, super kleinen Geschütztürme, die einen dann. Die hier, diese. Ah, toll, jetzt kann ich den Namen nicht lesen.
Nein, wir haben's geschafft. Und zwar perfekt. Wir haben es perfekt bis zur... Hoffentlich. Also ich denke... Nee. Hä? Wie? Ich kann nichts ganz verstehen. Naja, egal. Dann bis zur nächsten Folge, wo wir uns dann hoffentlich wiedersehen und wo es dann tiefer in die verlorenen Festungen geht. Und wo man dann eventuell in ein neues Gebiet vordringen wird. Ich weiß, ich verspreche euch dieses neue Gebiet schon seit 2, 3, 4 Folgen. Aber das kommt und kommt und kommt nicht. Und demnach, jo, ich werde jetzt, ich habe jetzt diese 5 Folgen voll. Soweit ich weiß, vielleicht werde ich noch gleich ein 6. aufnehmen. Aber ich muss diese ganzen Folgen ja noch rendern und demnach, seht's mir nach. Die Folgen für die nächste Woche sind gegeben. Die nächste Aufnahmesession wird höchstwahrscheinlich erst am Freitag. Bis denn, ciao, ciao.